Ja, wie ja schon gesagt wurde, wir forschen in der Medienwissenschaft in Marburg seit 2013 zur politischen Kommunikation im Zusammenhang mit Komik. Und gerade wenn wir auch überlegen, hier diese Vortragsreihe heißt ja auch, was ist Politik? Und da werden sicher einige sagen, ja, Politik ist erstmal ein ernstes Geschäft. Was hat das denn mit Komik zu tun oder Satire? Dazu muss man immer wieder auch sagen, dass wenn man sich eben mit Komik beschäftigt und mit Satire, dann wird man schnell feststellen, dass jeder Scherz per se nicht unernst ist, sondern auch über scherzhafte Kommunikation eben wichtige und auch ernste Themen angesprochen werden können. Und dementsprechend ist es auch bezeichnend, dass Politiker immer mehr den Weg gehen von ernsten Talkshows in auch Talkshows, die scherzhafte Kommunikation benutzen, die Komik benutzen, um eben Politik greifbar zu machen. Also zum Beispiel ist Anton Hofreiter in diesem Jahr unter anderem bei Die Heute Show zu Gast gewesen und bei Mario Barth deckt auf. Und da wurden natürlicherweise auch einfache Scherze über seine Frisur gemacht, aber eben auch in der Heute Show darauf eingegangen, inwiefern ist denn eigentlich auch, Entschuldigung, inwiefern gestaltet sich denn momentan die Oppositionsarbeit der Grünen im Bundestag. Und von daher ist es ein ganz interessantes Feld, dass Politiker in ein Forum sich begeben, das eigentlich sich kritisch mit Politik auseinandersetzt und Politik in Satire ja häufig auch eigentlich Objekt der Kritik ist. Und ich werde den Vortrag heute so aufbauen, dass ich einfach mal einen ganz groben Einblick in die Thematik gebe, denn gerade wenn man sich mit Komik beschäftigt, wird man schnell feststellen, das ist ein ausuferndes Feld. Also vor 2000 Jahren gab es die ersten Auseinandersetzungen mit Komik. Deshalb heute so eine kleine Einführung, dass man startet mit dem Konzept des Polytainments, das heißt, inwiefern Politik und Unterhaltung eigentlich zusammengehören, wie die sich gegenseitig bedingen. Dann auch mal schaut, was ist eigentlich politische Satire, was zeichnet eine Kommunikation im satirischen Umfeld aus? Und danach einen Blick auf die deutsche Fernsehlandschaft wirft und gleichzeitig auch schaut, wie reagiert Politik auf die aktuelle Popularität der Satire. Ich habe leider seit einer Woche mit Husten zu kämpfen. Deswegen mache ich immer so ein bisschen kleine Pausen, wenn ich dann husten muss. Und zuletzt dann eben konkret auf unser Forschungsfeld das politische Imagebuilding in Satire und Comedy-Shows. Und wie schon gesagt, wenn wir uns damit auseinandersetzen, muss ich natürlich auch auf meinen Chef verweisen, der zum Thema Polytainment schon seit über 10 Jahren forscht, und zwar Andreas Dörner, und der unter Polytainment ein Verwischen der Grenzen zwischen Politik und Entertainment versteht. Das heißt, dass eben auch einerseits Politik immer mehr versucht, unterhaltsame Elemente in die eigene Kommunikation einzubringen und andererseits auch die öffentliche Unterhaltungsindustrie politische Themen aufgreift. Und deswegen kann man hier eigentlich zwei Elemente unterscheiden. Das ist einerseits die unterhaltende Politik. Das heißt, wie ich schon sagte, dass eben Politik sich auch vor allem an unterhaltungsindustriellen Produkten orientiert und eben, wie jetzt in dem Fall auch, Bilder benutzt für ihre eigene Darstellung, die eigentlich aus dem Unterhaltungskontext kommen. Das heißt, in dem Fall kann man, denke ich, es sind ja zum Glück jetzt nicht so viele junge Zuhörer da, die eben nicht Top Gun, den Film, mehr kennen, aber da sieht man natürlich schon eine gewisse Anspielung, einfach eine Anlehnung einfach von der Ästhetik, wie eben sich da unser ehemaliger Verteidigungsminister präsentiert. Und gleichzeitig kann er natürlich durch so eine Inszenierung ist natürlich auch die Politiker nehmen so eine Inszenierung teilweise auch an, einfach um eine breitere Zuschauerschaft zu erreichen. Das heißt, um eben auch die Wähler zu erreichen, die eben über klassische politische Kommunikation nicht mehr so einfach zu erreichen sind. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben auch die politische Unterhaltung, die eben gerade andersrum eigentlich funktioniert, dass eben der Unterhaltungssektor auf politische Themen zurückgreift und die eben aufarbeitet, um einen Publikumserfolg zu erzielen. Das heißt, da geht es nicht um das Verkaufen von politischen Inhalten, sondern vor allem darum, eben durch politische Inhalte eine gute Quote zu erzielen.
Und jetzt kommen wir eigentlich auch zum springenden Punkt, warum ich diesen kleinen Exkurs gemacht habe. Warum erkläre ich das? Da eben natürlich auch eine symbiotische Beziehung zwischen diesen beiden Ebenen feststellbar ist, dass eben auch Politiker für zum Beispiel Talkshowmacher interessante Gäste darstellen, da sie eben interessante Geschichten erzählen können, da sie gewohnt sind, sich vor Kameras zu inszenieren und dementsprechend die Fernsehmacher jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir haben auch durchaus gerne politische Gäste einfach bei uns in der Sendung, weil die etwas Interessantes zu erzählen haben und die Politiker gleichzeitig, wenn sie in solchen Sendungen auftreten, die nicht primär auf das Verhandeln, also das ernsthafte Verhandeln von politischen Inhalten fokussiert sind, dass die Politiker eben sagen, ich erreiche in solchen Sendungen eben gerade die Zuschauerschaft, die ich mit meiner klassischen Kommunikation nicht mehr erreiche. Und da ist jetzt in diesem Zusammenhang eben so, dass wir seit einigen Jahren feststellen können, im Kontext dieses Verwischens der Grenze zwischen Unterhaltung und Politik, dass eben auch vermehrt Politiker den Weg in Satireformate suchen, wie ich ja schon bereits erwähnt habe, und sich eben dort unterhaltsam präsentieren. Das ist natürlich jetzt auch nicht ein Phänomen, was es vor mehreren Jahren noch nicht gab. Also Rainer Brüderle ist ja zum Beispiel schon in den 90er Jahren bei Harald Schmidt aufgetreten unter dem Motto Saufen mit Brüderle, was mir später auch dann immer ein bisschen nachgehangen hat, wenn es dann um seine Darstellung auch gerade in der Heute-Show ging. Aber man sieht auf jeden Fall, dass da der Trend durchaus zu erkennen ist, die Politiker gehen vermehrt in solche Formate rein, die eben satirisch sich mit Politik auseinandersetzen. Und aus diesem Grund ganz kurz die Frage, was ist politische Satire? Und politische Satire zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie in überspitzter Weise mit komischen Mitteln Kritik am gesellschaftlichen und politischen Status quo übt. Das heißt, dass eben auch gerne mal vermeintlich unfair Sachverhalte vereinfacht dargestellt werden, um eben den Kern der Botschaft klarer darzustellen. Und gerade in Amerika zeigt sich, dass dort die politische Satire schon seit eigentlich mehreren Jahrzehnten einen ganz zentralen Stellenwert im öffentlichen Diskurs über Politik einnimmt. Da eben gerade auch junge Menschen teilweise Satireformaten wie etwa der Daily Show with Jon Stewart, dem Vorgänger, also dem Vorbild der Heute-Show, wenn man es so will, dass sie eigentlich mittlerweile, also junge Menschen, diesem Format eigentlich mehr Glaubwürdigkeit zusprechen als klassischen Nachrichtenformaten. Wie zum Beispiel jetzt, was natürlich auch nicht überrascht, den Fox News in Amerika, die sich ja durch eine sehr auch populistische Darstellung von Inhalten auszeichnet. Das heißt, dass dort auch politische Satire als Gegenöffentlichkeit zu eben der Schwarz-Weiß-Malerei auf solchen Fox-Sendungen wahrgenommen wird. Und aus diesem Grund ist auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Bereich in Amerika weiter fortgeschritten. Und da gab es schon enorm viele Studien, die auch unterschiedliche Chancen und Risiken von der satirischen, komischen Kommunikation über Politik herausgearbeitet haben, die auch wieder ein bisschen mit diesem Politainment-Aspekt zusammenhängen. Das heißt, was ist ein Vorteil von solcher satirischer, komischer Kommunikation über Politik? Man hat eine unterhaltsame Informationsvermittlung. Das heißt, man erreicht auch gerade solche Zuschauer, die primär nicht an Politik interessiert sind, sondern sich unterhalten lassen wollen und so eine Sendung schauen, weil sie sagen, ich möchte lachen, ich möchte Erheiterung. Und eben, wenn man dem Zuschauer eben das bietet und gleichzeitig noch politische Themen anspricht, hat man natürlich die Möglichkeit, solche Menschen auch für Politik zu interessieren. Genauso wie man eben auch über eine zugespitzte Darstellung auch Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen richten kann. Das heißt, man kann eben auch in solchen Satire-Sendungen ist man im Zweifelsfall nicht wie klassische Nachrichtensendungen immer darauf angewiesen, dass eben die Themen, die man behandelt, einer bestimmten Nachrichtenlogik entsprechen, sondern man kann auch ein bisschen freier als eben vom tagesaktuellen Geschehen nochmal den Fokus auf Themen richten, die sonst in der medialen Öffentlichkeit nicht so stark fokussiert werden. Und dabei hat man natürlich vor allem auch die Möglichkeit der Kritikfunktion, indem man eben eine alternative Sicht auf die Welt erstellen kann. Das heißt, dass man eben auch gerade den gesellschaftlichen Status quo, der eigentlich von vielen als gegeben wahrgenommen wird, auch einfach mal kritisch hinterfragen kann und immer auch fragen kann, ist es denn tatsächlich zum Beispiel, sind manche Sachverhalte alternativlos? Was sind denn mögliche
alternative Sicht, also alternative Möglichkeiten, wie man ein Problem lösen kann. Und das geht eben, weil man in einer komischen Kommunikation vor allem auch eigentlich einen Spielrahmen um sich herum hat. Das heißt, man kann einfach mal ein bisschen ausprobieren und auch einfach mal, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick keinen Sinn macht, kann man einfach ein bisschen experimentieren und schauen, wie kann man eigentlich das, was wir als gegeben erachten, auch kritisch hinterfragen. Und gleichzeitig hat man durch diesen Spielrahmen, den ich erwähnt habe, auch eine gewisse Loslösung von gesellschaftlichen Sanktionen. Das heißt, man kann innerhalb einer komischen Kommunikation auch Aspekte ansprechen, die sonst vielleicht als Tabuthema klassifiziert werden würden. Und unter anderem auch Kritik an Höhergestellten. Das heißt, hier ist es auch spannend, was passiert, wenn eben Politiker in solche Sendungen reingehen, in denen sie eben nicht einfach als die Würdenträger dargestellt werden, sondern auch kritisch hinterfragt werden und vielleicht auch, wenn man sich manchmal eine Heute-Show angeschaut hat mit politischen Gästen, vielleicht auch mal sehr flapsig mit Politikern geredet wird, worauf einige Politiker vielleicht gar nicht so schlagfertig reagieren können. Gleichzeitig lassen sich allerdings auch einige gesellschaftliche Risiken feststellen, wenn man sich mit politischer Satire, politischer Kommunikation im Rahmen von Satireformaten beschäftigt. Und zwar ist natürlich auch denkbar, dass wenn man eben über alles lacht und alles im Endeffekt jeden Wandel, den man suggeriert, jede Kritik, die man äußert, ist ja im Endeffekt auch nur ein Scherz. Das heißt, hierüber kann natürlich auch eine Ventilfunktion bedient werden. Das heißt, der Wandel, der eigentlich, also wenn jetzt zum Beispiel in der Anstalt über Flüchtlinge, die Flüchtlingsproblematik geredet wird, dann wird mal kurz gelacht und plötzlich ist das Thema auch abgehakt. Das heißt, man hat auch immer die Gefahr, dass wenn eben Themen in einem unterhaltsamen Kontext verarbeitet werden, dass es auch eine gewisse Ventilfunktion bietet. Oder auch überspitzt gesagt, wer die Heute-Show sich vor dem Fernseher anschaut und darüber lacht, der geht nicht gleichzeitig auf die Straße, um gegen die tatsächlichen Missstände zu protestieren. Genauso kann eben auch über solche Formate, wenn die sich eben nur auf die Unterhaltungslogik fokussieren, auch eine Entpolitisierung von Themen stattfinden. Das heißt, dass eben im Zweifelsfall auch Politiker, wenn sie in so eine Sendung gehen, auch versuchen können, eben einer kritischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen und eben deshalb nicht mehr so in der Öffentlichkeit sich reiben müssen mit den Medienvertretern. Das ist ja auch jetzt nicht primär aus unserem Forschungsfeld, aber ein ganz gutes Beispiel dafür ist ja das Interview von Angela Merkel mit Liv Lloyd gewesen, oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird, diese Woche. Das heißt, dass eben, wenn eben die Kanzlerin die Möglichkeit hat, sich mit einem YouTube-Star, ich glaube, so nennt man die wirklich offiziell, zusammenzusetzen, der nicht primär dafür bekannt ist, dass er politischen Journalismus betreibt, dann ist natürlich auch immer die Gefahr da, dass eben keine kritische Auseinandersetzung stattfindet. Und wenn Politiker eben nur noch schauen, dass sie sich auf solche Formate, Unterhaltungsformate beschränken, wo sie keine kritischen Fragen zu befürchten haben, dann ist das natürlich ein gesellschaftliches Problem, wenn eben keine Auseinandersetzung mehr mit tatsächlichen Problemen stattfindet in der Öffentlichkeit. Wobei man das jetzt auch, um es nochmal zu sagen, da müssen wir auch immer unterscheiden, in welchem Format sie auftreten. Und zuletzt ist, was auch nochmal ganz interessant ist, wenn wir davon reden, Politiker treten in Satire-Shows auf, dass eben durch Satire auch ein sehr zynischer Blick auf Politik erzeugt werden kann. Da ist es sogar auch so, dass Russell Peterson, das ist ein amerikanischer Forscher zu dem Thema, der spricht hier auch teilweise von Pseudosatire. Das heißt, dass eben zum Beispiel auf persönliche Eigenschaften von Politikern sich fokussiert wird von der Komik, anstatt eben auf tatsächliche Probleme, dass eben nur darüber gelacht wird, die Pannenuschi, wie von der Leyen ja in der Hauptshow immer genannt wird, anstatt dass wirklich damit sich auseinandergesetzt wird, was gibt es denn für Probleme in der Bundeswehr, für strukturelle Probleme. Und wenn eben immer wieder solche Stereotype wiederholt werden, dann können daraus eben letztlich Klischees resultieren und eben die Zuschauer sagen, ja, die Politiker sind sowieso alle nicht fähig, irgendein Problem zu lösen. Das heißt, das ist auch nochmal ganz interessant, wenn man sich überlegt, da gehen eben jetzt auch Politiker in Satire-Sendungen rein und treffen gerade mit ihren Kritikern zusammen, die sie sonst eben als fragwürdige Leistungserbringer teilweise darstellen. Und was leider aber auch in dem Zusammenhang nicht verschwiegen werden kann, gerade wenn man sich auch wissenschaftlich mit dem Feld auseinandersetzt, es ist noch nicht klar,
inwiefern die erwähnten Chancen oder Risiken tatsächlich gegeneinander einzuschätzen sind. Das heißt, teilweise widersprechen sich auch die Studien. Einige sagen, ja, die Potenziale, die Möglichkeiten, die eigentlich ein satirischer Umgang mit Politik hat, die sind viel stärker zu gewichten als die Risiken, während andere Studien direkt wieder zu einem anderen Ergebnis kommen. Das heißt, hier ist auch noch, gerade in Deutschland, wo wir tatsächlich einer der ersten Forschungsteams sind, die sich wirklich auch umfassend mit diesem Thema beschäftigen, ist noch eine Menge Forschungsarbeit nötig, dass man da wirklich zu einer abschließenden Einschätzung kommen kann. Und da habe ich auch schon den Bogen gespannt zum Stand in Deutschland. Tatsächlich ist es so, dass ich habe erwähnt, dass in Amerika im Moment, also vor allem seit vielen Jahren, die politische Satire eine sehr wichtige Rolle auf der Medienlandschaft spielt. Und spätestens seitdem 2009 die Heute-Show gestartet ist, ist es auch festzustellen, dass in Deutschland Satireformate enorm populär geworden sind. Eben auch die Heute-Show, wie gesagt, orientiert sich an der Daily Show mit Jon Stewart. Und interessanterweise werden eben die Formate auch so ein bisschen aus der, sagen wir mal, von der konservativen Öffentlichkeit immer mehr wertgeschätzt. Das heißt, die werden ein bisschen aus der Schmuddelecke rausgeholt, wie man früher vielleicht dann immer auch mal wieder gerne solche Formate, die sich eben auch durchaus herablassend mit Politik auseinandersetzen, geschoben hat. Das heißt, die Heute-Show hat zum Beispiel im Jahr 2012 den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis gewonnen. Das ist eben ein Preis, der nicht kein Branchenpreis, der eben jetzt für die beste Comedy-Show verliehen wird, sondern das ist ein Preis, der für Journalismus verliehen wird. Das heißt, eine gesellschaftliche Anerkennung wird solchen Formaten mittlerweile entgegengebracht. Und das Interessante ist vor allem auch, dass eben die Heute-Show sich auch gerade dadurch auszeichnet, dass sie eben neben klassischen Comedy-Elementen, die häufig eben klassischerweise in Deutschland als einfache Lache dargestellt worden sind. Das heißt, in Deutschland hat man früher immer unterschieden zwischen Satire und Comedy. Das heißt, die Satire war das Anspruchsvolle, das wirklich kritisch hinterfragen wollte. Und die Comedy war das, was von jedem verstanden werden kann und letztlich ohne Anspruch funktioniert. Und die Heute-Show zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie eben diese beiden Elemente kombiniert. Das heißt, einerseits bespricht sie durchaus kritisch-politische Themen, andererseits baut sie aber auch immer wieder darauf auf, dass sie eben auch, sagen wir mal, einfach zu verstehende Komik, wie jetzt zum Beispiel Fotomontagen von Sigmar Gabriel in einem Bikini präsentiert. Und das ist eben auch wieder im Endeffekt auch wieder ein zweischneidiges Schwert, wenn Politiker dort auftreten. Sie können zwar über politische Themen reden, müssen aber immer wieder auch damit rechnen, dass ihnen eben auch immer wieder Stereotype entgegengebracht werden, auf die sie reagieren müssen. Und das Besondere an der Heute-Show ist dabei aber vor allem, dass sie es schafft, mit politischen Themen eine sehr breite Zuschauerschaft anzusprechen, also über 3 Millionen schon mittlerweile regelmäßig im Fernsehen, die Heute-Show, und vor allem auch eine sehr junge Zuschauerschaft anzusprechen. Das heißt, dass die Zuschauer der Heute-Show deutlich unter dem Senderschnitt des ZDF liegen. Und gerade, wenn ich nochmal auf den Bogen zurückspanne, wenn man von Polytainment ausgeht, dass eben Politiker durch Auftritte in Unterhaltungssendungen versuchen, eben eine breite und junge Zuschauerschaft anzusprechen, dann sind die Kriterien, die ich eben gerade bei der Heute-Show aufgenannt habe, natürlich ist es leicht nachzuvollziehen, dass eben die Heute-Show interessante Plattform für Politiker darstellt, um sich dort zu inszenieren vor einer breiten und vor allem unterhaltungsorientierten jungen Zuschauerschaft. Und das ist auch, im Endeffekt kommen wir auch zu dem Punkt, dass hat auch dazu geführt, dass eben in Deutschland sich eigentlich alle Spitzenpolitiker darüber auch im Klaren sind, was sind die erfolgreichen, die populären Satireformate, wie jetzt zum Beispiel die Heute-Show. Früher war es wirklich noch so, dass die Heute-Show 2009 zu irgendwelchen Parteitagen gehen konnte mit einem Reporter, der dann wirklich als ZDF-Reporter angesprochen wurde und eben nicht die Politiker gewusst haben, dass dort im Endeffekt ein Komiker mit ihnen interagiert. Mittlerweile ist es so, dass die ganzen großen Außenreporter von der Heute-Show von den Spitzenpolitikern bereits erkannt werden. Und daraus ergeben sich eigentlich zwei Möglichkeiten. Das heißt, entweder die Politiker verlassen sofort den Raum, weil sie sagen, nee, ich möchte jetzt nicht zum Gespött werden. Oder, das ist für uns natürlich noch interessanter, die Politiker gehen dann gezielt auf diese Akteure zu und sagen ihm, ja, ich weiß, hier muss ich mich auch mit
mit nicht ganz ernst gemeinten Äußerungen auseinandersetzen, aber ich traue mir das zu, das zu machen und ich traue mir vor allem zu, mich gut vor dem Publikum zu beweisen. Und der nächste Schritt ist in dem Fall, dass eben Politiker sagen, ja, ich möchte nicht nur vor der Kamera auftreten, mal kurz ein Statement abgeben und versuchen, zum Beispiel einen Witz zu landen, sondern ich gehe tatsächlich in die Sendung rein und verbringe 10 Minuten zum Beispiel mit Oliver Welke im Studio und setze mich mit den Themen auseinander, die mir eben dann von Welke präsentiert werden. Und hier ist natürlich vor allem interessant, dass eigentlich zwei Welten aufeinanderprallen. Einerseits der Politiker, der sich in der Regel möglichst risikofrei präsentieren möchte, positiv präsentieren möchte. Andererseits aber auch ein Satiriker, der vor allem davon lebt, dass sein Publikum erwartet, dass er die Politik auch ein bisschen durch den Kakao zieht und auch immer wieder überraschende Kritik präsentiert. Und das macht eigentlich diese ganze Situation so interessant hinsichtlich der Kommunikationslogik, die dort herrscht. Und andererseits ist ja eben nicht nur das Gespräch für sich zentral, sondern auch der Einfluss durch die Bildregie zum Beispiel, durch die Zuschauer, anderen Gäste zum Beispiel, noch andere Gäste da sind. Das heißt, hier ist eigentlich ein sehr komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren, die auf unterschiedlichen Ebenen auch agieren. Also gerade auch, wenn ich jetzt von der Bildregie gesprochen habe, der Politiker muss immer damit rechnen, dass er auch vielleicht mal in einem ungünstigen Moment gefilmt wird, obwohl Welke redet. Das heißt, so ist auch immer die Möglichkeit da, dass wenn ein Politiker einen Scherz macht, ist er auch immer ein Stück weit davon abhängig, inwiefern, wenn er einen Lacherfolg beim Publikum hat, inwiefern wird tatsächlich von der Bildregie dann auch auf das lachende Publikum geschnitten oder im Zweifelsfall, und das ist tatsächlich, wir haben ja uns damit auseinandergesetzt mehrfach, inwiefern dann einfach gerade auf den einen Zuschauer geschnitten wird, der gelangweilt die Augen verdreht oder empört den Kopf schüttelt. Das heißt, hier sind auch Unwägbarkeiten für den Politiker, mit denen er umgehen muss. Und gerade auch, wenn man in Amerika sich das anschaut, hat ja Obama gerade den Umgang mit Comedy-Formaten perfektioniert. Also es vergeht ja kaum einen Monat, in dem er nicht in einem anderen Unterhaltungsformat auftritt. Und zuletzt hat er bei Kimmel hat er Meme-Tweets vorgelesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Meme-Tweets sind im Endeffekt, Obama hat spöttische Kritik, die in Twitter über ihn geschrieben wird, in dieser Sendung einfach nur vorgelesen und hat sie teilweise kommentiert. Und teilweise agiert er dort also selbst als Akteur. Das heißt, er tritt nicht mehr nur als Gast auf, sondern ist sogar selbst eigentlich ein Ensemblemitglied in dieser Sendung. Und das ging sogar so weit, dass er bei Colbert, ist jetzt ein bisschen Name-Dropping, tut mir leid, aber ist auch ein sehr bekannter amerikanischer Satiriker, der eine Late-Night-Show hat, da hat Obama einfach kurzerhand die Moderationsrolle von Colbert übernommen und hat den Moderator, der hat kurz das Studio fast verlassen, also Obama hat tatsächlich die Show an sich gerissen. Und jetzt ist eben die Frage, inwiefern gelingt es auch deutschen Politikern in solchen Sendungen, sich als sagen wir mal, ähnlich positiv wie Obama zu inszenieren. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem ersten Videobeispiel. Und zwar aus dem Jahr 2012, damit Sie sich auch ein bisschen vorstellen können, was erforschen wir da und wie läuft sowas ab. Und zwar Wolfgang Kubicki von der FDP bei der Heute-Show. Und wenn Sie sich kurz zurückerinnern, zu der Zeit war die FDP in den Umfragewerten schon bundesweit unter 5%. Und jetzt können Sie mal gucken, wie Kubicki hier auch mit dem Moderator diesbezüglich redet und wie sich Kubicki eigentlich selbst inszeniert. Ich habe das Gefühl, viele Leute wissen gar nicht, dass Sie in der FDP sind, Herr Kubicki. Weil Sie ständig so Sachen sagen, wo man nicht drauf kommen würde, dass Sie in der FDP sind. Sie sagen zum Beispiel über Ihren Generalsekretär Herrn Döring, ich weiß nicht, was der Döring raucht, in einer Talkshow im ZDF. Sie haben noch vor wenigen Monaten die Führung der FDP mit der Führung der DDR im Endstadium verglichen. Und das war dein Ernst, liebe Zuschauer. Und dann hier sowas auch. In einem Zeitungsinterview meint Kubicki sogar, die FDP habe generell verschissen. Und was sagte der Parteichef dazu? Ja, die Begrifflichkeit, die würde ich mir natürlich nie anmaßen. Hätte mich auch überrascht, muss ich sagen. Also,
generell verschissen. Ich darf Ihnen das sagen, uns von der Heute-Show ist Ihre Sprache dann manchmal zu hart, Herr Kubicki. Das habe ich gemerkt. Ja. Also wenn Sie nur von der eigenen Führung gewählt werden, haben Sie ein Problem. Das stimmt. Ja, die eigene Führung muss seit 28 Monaten erklären, warum wir bei 4% sind. Also insofern nicht ich, sondern die. Haben Sie eine Erklärung? Ja, er ist aber FDP, oder? Also ich könnte mal sagen, weil wir auf einem guten Kurs sind. Das ist ja die ständige Erklärung bei der Partei. Das war Comedy, jetzt im Ernst. Ja, da gibt es zwei Erklärungsmuster. Entweder treffen wir nicht mehr den Nerv der Leute oder die Leute sind von uns genervt. Wir tendieren zu. Wir treffen nicht mehr den Nerv der Leute. Wo ich Sie gerade mal hier habe, Herr Kubicki, was macht denn der Putsch gegen Rösler? Gibt schon einen Termin? Soll der Putsch nur stattfinden oder ausfallen? Also das verstehe ich nicht. Wenn es nach dieser Sendung geht, muss Rösler für immer im Amt bleiben, damit das mal klar ist. Ja, also ich bin ja die personifizierte Putschnatur. Ich werde seit einem Jahr darauf angesprochen, wann gegen Rösler geputscht wird. Ich glaube nicht, dass geputscht wird. Ich habe in der Zeit gelesen, Sie haben sich auf Mallorca mit einem gewissen Guido Westerwelle getroffen, um angeblich darüber zu sprechen, wie man mit Herrn Rösler verfährt. Und Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass man sich mit Guido Westerwelle zum Spaß trifft. Also, wir haben zusammen, weil wir zeitlich auf der Insel waren, Golf gespielt und wir haben auch zusammen anschließend geduscht. Wir haben dabei nicht mehr für den Rösler gesprochen. Ja. So, also soweit. Ich hoffe, das Beispiel war jetzt nicht zu lang, aber ich habe schon versucht, das einigermaßen zusammen zu schneiden. Das heißt, wie ist denn so, also jetzt mal kurz eine Zwischenfrage. Wie würden Sie, also ganz kurz in Erschätzung, würden Sie das positiv einschätzen oder negativ? Wenn Sie das jetzt gesehen hätten, wie sich da Herr Kubicki präsentiert, macht das für Sie, wie würden Sie das einschätzen? Na, wacker. Wacker, ja? Ja, das ist ja so ein bisschen auch eigentlich schon fast ein Schlagabtausch, der ja stattfindet zwischen Moderator und Politiker. Sense gegen Skalpell, würde ich sagen. Also der reagiert fein lächelnd, immer gefasst. Also hat immer eine ganz lockere Körperhaltung. Das fand ich ja spannend. Da fängt ja an rumzufuchteln. Feines Lächeln, versucht so mit dem Florett ein bisschen gegenzuhalten. Aber ansonsten überlässt er sich diesem Eiskübel, der über ihm ausgeschüttet war. Das fand ich, diese Seriosität versucht er irgendwie schon abzustrahlen, auch unter dieser Situation. Ja, das ist nicht genau, das ist auch interessant. Da gehen Sie schon auf den richtigen Punkt ein. Inwiefern schafft man es eben, diese Seriosität zu wahren? Wobei man ja auch sagen muss, er hat ja auch gerade am Ende, da hat er ja mit seiner Anspielung auf die Homosexualität von Westerwelle, hat er ja plötzlich welche sogar aus dem Konzept gebracht und hat ja das Publikum auf seine Seite auch mehr oder weniger gezogen. Ohne dabei jetzt wirklich plump oder irgendwie, übertrieben zu wirken. Und also hier kann man, also zumindest wir haben ja verschiedene Analytiker dran gesetzt von uns und wir sind uns eigentlich einig, dass Kubicki sich da wirklich auch positiv verkauft und auch einerseits, also wie ich ja schon gesagt habe, eine junge Zuschauerschaft erreichen kann und sich dabei vor allem auch unterhaltsam und humorvoll inszeniert. Das heißt, da eigentlich auch einen Gegenerweis erbringt, obwohl er natürlich seine Seriosität immer beibehält auch, dass er eben mit diesem Klischee, was in der Öffentlichkeit häufig existiert, dass eben Politiker humorlose Aktenfresser sind, die im Endeffekt nicht lachen können. Da ist natürlich ein Auftritt in so einer Sendung geeignet für, um eben diesem Klischee zu brechen, was häufiger auch immer mal wieder als Bild in der Öffentlichkeit präsent ist. Und in dem Fall natürlich, was auch noch ganz wichtig ist, eine Selbstironie zu beweisen.
dass eben der Politiker dadurch auch zeigen kann, ich bin, obwohl ich Macht habe, obwohl ich politische Macht habe, bin ich trotzdem nicht abgehoben. Ich kann trotzdem noch über mich selbst lachen. Ich kann auch Kritik an meiner Person kann ich wegstecken, kann ich mit umgehen. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wenn man sich das Beispiel von Kubicki anschaut, würde man sagen, ja, das kann er durchaus nutzen, diesen Auftritt, um sich eben positiv zu inszenieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und deswegen gibt es auch negative Beispiele, was eben passieren kann, wenn man in der Sendung eben nicht wie Kubicki schlagfertig reagieren kann. Dann ist es eben auch die Gefahr groß, dass eben der Moderator einen mehr oder weniger überfällt und man gerade dieses Bild des humorvollen Politikers eigentlich gar nicht präsentieren kann. Weil man gar nicht weiß, wie soll ich denn eigentlich auf die Scherze reagieren. Und was sogar noch schlimmer ist im Endeffekt, ist, wenn es eben nicht zu einem gewollt komischen Auftreten kommt, sondern zu einem unfreiwillig komischen Auftreten. Also ich habe hier für ein Beispiel, müsst ihr mal kurz schauen. Zum Beispiel Kurt Beck, der bei Stuckrad Barre, das ist eine Late-Night-Show gewesen im Jahr 2013, plötzlich, also immer wieder mit anderen Fragen konfrontiert wird. Und plötzlich ist eine Frage, how do you say I love you? Und Beck steht da und sagt, ja, zu meiner Frau. Der Moderator wiederholt die Frage auf Englisch und Beck antwortet wieder falsch. Und es wird eigentlich die ganze Zeit rausgezögert, dass immer wieder nach gefühlt 5 Minuten wird dann aufgelöst, ja, es heißt, wie sagen sie, ich liebe dich? Das heißt, hier auch Beck dann auch so ein bisschen vom Zuschauer verlacht wird, weil er es eben nicht hinbekommt, auf diese Frage schlagfertig zu antworten. Und das natürlich auch insofern immer auch in dem Kontext auch so eine scherzhafte Anspielung darauf ist, dass Beck kein Englisch kann. Das ist ja auch eigentlich, wenn man sich gerade auch an das Jahr 2009 erinnert, als ja auch dann um Westerwelle diese große Debatte rumging, inwiefern kann er Englisch oder nicht, ist sowas auch immer wieder als politisches Attribut zu lesen, was immer auch wieder ganz gerne in solchen Sendungen als Seitenhieb auf die Politik benutzt wird. Inwiefern eben Politiker sich als internationale Staatsmänner präsentieren können. Genauso problematisch erscheint es im Fall, hängt auch so ein bisschen mit der unfreiwilligen Komik zusammen, im Fall von unbedachten Aussagen. Denn wie ich schon gesagt habe, sind gerade in solchen komisch modulierten Scherzkommunikationen die Tabugrenzen weiter gefasst. Das heißt, dass damit auch immer das Risiko steigt, dass man sich infolge der Erheiterung und des gegenseitigen Hochschaukelns auch mal zu Aussagen hinreißen lässt, die dann vielleicht im Endeffekt nicht so lustig erscheinen. Ein klassisches Beispiel dafür ist Horst Seehofer im Jahr 2010, der bei Pelzig, damals war es noch Pelzig, genau, Pelzig unterhält sich, auch so eine, ja, man könnte sagen, eine Satire-Talk, im, damals noch BR, im Rahmen von eben Vorwürfen an die Politik, dass eben Lobbyisten zu starken Einfluss auf die Politik haben, hat sich dann Seehofer zu der Aussage hinreißen lassen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Und das Publikum hat gerade anders reagiert. Also das Publikum, das vorher die ganze Zeit gelacht hat und somit auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die Stimmung gelockert wird, das hat eben mit leicht erstauntem Schweigen reagiert. Dass eben der Moderator dann irgendwie mit einem Scherz eingeschritten ist, dass das Publikum plötzlich mal wieder lachen kann. Und kann man jetzt vielleicht so sehen, ja, missglückter Witz, kann passieren. Aber das Interessante ist, was danach passiert ist, dass eben dieser Ausschnitt aus der Unterhaltungssendung, aus diesem Satire-Talk, später auf YouTube veröffentlicht wurde, ohne eben diese Kontextinformation. Das wurde dann eben gesagt, ja, unter dem Motto, Seehofer sagt die Wahrheit, und dann wird eben nur dieser Ausschnitt gezeigt. Und das ist natürlich insofern für einen Politiker problematisch, wenn eben nicht mehr klar ist, er hat eben diese Aussage in diesem Spiel-Playframe eigentlich geäußert. Und ein anderes Beispiel dafür wäre jetzt ja auch Philipp Rösler beim Gillermoos-Fest, so ein Volksfest, als er ja dann Angela Merkel mit Barbie verglichen hat und gesagt hat, wir machen jetzt in der Koalition weiter wie bisher und zwar mit gar nichts.
an für sich kann man sagen, ja, wenn er da eben so einen kabarettistischen Auftritt macht bei so einem Volksfest, wo die Stimmung ja auch darauf angelegt ist, so ein bisschen wie beim Karneval, dass gescherzt wird, ist es in Ordnung. Aber dann haben es eben die Zeitungen aufgegriffen und haben einfach gesagt, Rösler sagt, dass die Koalition keine gescheite Arbeit macht. Und das wurde dann eben auch so problematisch, dass dann im Endeffekt sogar ein offizielles Statement aus Röslers Ministerium rauskam, dass die Aussage ja jetzt nicht bierernst genommen werden sollte. Und ich komme auch gleich zu meinem zweiten Beispiel. Da geht es nämlich jetzt wirklich darum, was passiert, wenn der Politiker tatsächlich mit einem Sendungsmacher zusammentrifft, der ihn wirklich einfach nur verspotten möchte, der wirklich all seine mediale Inszenierungserfahrung nutzt, um eben den Politiker schlecht aussehen zu lassen und diesen absolut spöttisch zu attackieren. Und in dem Fall hat es Bernd Lucke von damals noch AfD erwischt. Also, Sie merken, die Beispiele ist zwar aus dem Jahr 2013, aber das habe ich eigentlich topaktuell ausgesucht. Also Stuttgart Barre, hatte ich eben schon kurz erwähnt, ist eine Late-Night-Talkshow, die damals noch auf Tele5 lief. Und wenn Sie also jetzt mal wieder, nehmen Sie sich mal Kubikis Auftritt, führen Sie sich das nochmal vor Augen und dann den Auftritt von Lucke. Und dann vor allem auch immer vor der Frage, inwiefern ist hier auch vom Politiker im Zweifelsfall eine Grenzziehung nötig. Das steht in Ihrem Wahlprogramm, Herr Lucke. Wir fordern eine Stärkung der Demokratie und der demokratischen Bürgerrechte. Wir wollen Volksabstimmungen. Erklären Sie, was ist gut daran, wenn es direkte Abstimmungen gibt? Wissen Sie, wir haben so viele Fehlentscheidungen unseres Parlaments gesehen, dass wir denken, wenn die Bürger direkt abstimmen, können sie auch keine größeren Fehler machen. Und das wäre dann verbindlich? Selbstverständlich. Das Volk ist ja der Souverän. Unser Vorteil hier als Show ist natürlich, wir haben Volk da. Sitzt da und wir können jetzt mal ausprobieren, dieses Werkzeug, ob das gut ist, ob das funktioniert. Wer ist denn dafür, dass der Herr Lucke für den Rest der Sendung in eine Griechenlandfahne gehüllt neben mir sitzt? Das muss ich vorlesen. Hör mal. Das Volk hat entschieden, und das ist also jetzt Werbung wirklich für Volksabstimmung. So, wir schauen, Ton, wunderbar, Volksabstimmung funktioniert. Und da können Sie da oben nochmal das erklären, was Sie damit meinen, warum das eine gute Idee ist für alle, dass die Griechen den Euro verlassen, Herr Lucke. Ich muss Sie allerdings vorwarnen, fairerweise, unser Tonmann ist Grieche. Ich hatte nicht vor, auf Griechisch zu reden. Nee, aber wenn es zwischendurch ein bisschen hakt oder so, also der ist Grieche und sieht es vielleicht ein bisschen anders als Sie. Los geht's. Liebes Fernsehpublikum, ich stehe vor Ihnen als der Sprecher einer Partei, die dafür ist, dass Griechenland den Euro verlässt. Der Euro hat Griechenland nichts als Schwierigkeiten beschert, nichts als wirtschaftliche Misere beschert, nichts als Arbeitslosigkeit, als hohe Die Überschuldung in Griechenland ist schlimmer als zu Beginn der Krise. Die griechischen Schulden sind gestiegen von. Aber das Problem ist eben, die Griechen sind nicht in Partylaune, wie hier. Die Griechen haben schwere Einkommensverluste hingenommen, haben 25% ihres Einkommens. Und haben eben nicht die Möglichkeit, so zu feiern, wie es diese schöne Musik eben so gibt. Ja, also direkt eine Reaktion darauf, auf diesen Auftritt. Wenn man sich den ganzen Auftritt anschaut, dann tut es auch wirklich ein bisschen weh. Also es irgendeine Einschätzung im direkten Vergleich. Gerade auch auf die Frage hin, inwiefern, ja? Also man sieht
sicher, dass Wolfgang Kubicki jetzt ein Vollprofi ist im politischen Kontext, während Lucke auf großer Bühne noch sehr unbeholfen reagiert und noch nicht weiß, wie das denn so ist. Er als Volkswirtschaftsprofessor ist wahrscheinlich eher gewohnt, dass man ihm wohl zuhört und nicht in dem Moment dann auch verwaltet. Entsprechend hat er auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich dann so schlagfertig dann zu präsentieren. Und er hat auch den Fehler gemacht, nicht früh zu sagen, ja, also ist zwar ganz gut und ganz nett, aber an dieser Stelle ist zu viel. Ja. Und dann zu sagen, ich bin jetzt ab oder ähnliches oder souveräner zu reagieren. Das fehlt. Und das ist gerade auch tatsächlich interessant, wenn man sich vor Augen führt, dass Bernd Lucke einige Monate später aus einer Talkshow mit Michael Friedmann raus ist und gesagt hat, weil kritisch vom Moderator nachgehakt wurde bei manchen Themen, ist er während der Sendung empört raus, hat noch mit dem Mikrofon das Studio verlassen, da war noch ein anderer Politiker zu Gast, der dann noch hinterhergerufen hat, ja, ich wollte aber auch noch was sagen zu Ihnen, und hat nur gehört, wie er im Hintergrund noch mit einer Assistentin schimpft und sagt, dass er sich nicht so behandeln lässt. Und dann ist eben auch die Frage, inwiefern da auch diese komische Rahmung dazu geführt hat, dass er gedacht hat, ja, ich muss es mitmachen, ich muss eben dazu lächeln. Das war ja seine einzige Reaktion, war ja im Endeffekt alles wegzulächeln. Und da ist natürlich tatsächlich die Frage, inwiefern beschädigt man mit so einem Auftritt, wenn man tatsächlich nicht klar macht, okay, ich mache zwar Spaß mit, aber irgendwann ist auch Schluss, inwiefern beschädigt man da auch so seine also jetzt als Politiker, jetzt nicht direkt auf Lucke bezogen, seine Seriosität grundlegend als Politiker, wenn man in solchen Sendungen eben alles mitmacht und wirklich keine Grenzen zieht. Und deswegen haben wir uns in unserem Forschungsprojekt eben gefragt, welche Kommunikationslogik herrscht eigentlich während der Auftritte in solchen Komikformaten? Wie erfolgt die Aneignung solcher Auftritte durch die Zuschauer und welche Chancen und Risiken können sich daraus eigentlich für das politische Imagebuilding ergeben? Und dazu haben wir eben einerseits die Formate analysiert, um eben zu schauen, was sind eigentlich die zentralen Kriterien solcher Formate? Kann man die miteinander vergleichen, obwohl sie ja doch relativ verschieden sind? Und dann haben wir eben auch geschaut, wir haben eben nicht nur uns die Sendung an für sich angeschaut und interpretiert, inwiefern kann man das lesen, sondern wir haben auch Interviews geführt mit den Politikern selbst, mit den Sendungsmachern und mit Politikberatern, die uns dann eben auch nochmal ihre Sicht der Logik eigentlich präsentiert haben. Und erstaunlicherweise, wir hatten früher schon mal ein ähnliches Projekt auch zur Inszenierung, damals aber noch in Personality-Talkshows gemacht. Und da war die Politik nicht so bereit, drüber zu reden. Aber gerade in diesem Komik-Kontext hatten wir eigentlich eine ziemlich hohe Rücklaufquote von Zusagen zu Interviews. Das heißt, da hat auch so ein bisschen die Hemmschwelle zu sagen, ja, ich rede mit Wissenschaftlern über diese Auftritte scheinbar nicht so hoch. Und dann haben wir außerdem die Online- Anschlusskommunikation ausgewertet und geschaut, wie reagieren eigentlich die Zuschauer dann zum Beispiel auf YouTube oder auf den Mediatheks-Seiten auf diese Auftritte tatsächlich, und haben Gruppendiskussionen durchgeführt, um auch zu schauen, wie kommen bestimmte Auftritte bei unterschiedlichen Zuschauern an. Und gerade der Auftritt von Lucke ist eigentlich höchst interessant, wenn man sich da teilweise die Reaktionen anschaut, weil manchmal kam da tatsächlich so die Sichtweise durch, das ist ja so unfair gegenüber dem Mann, das muss man ihm ja eigentlich zugute halten, dass er da die Fassung bewahrt hat. Also das ist wirklich auch sehr unterschiedlich, wie dann solche Auftritte wahrgenommen werden. Und wenn man sich nochmal die Ausgangsfrage stellt, Lachen für den Wahlerfolg, die ja hier gestellt wurde, dann muss man sich immer vor Augen führen, ja, unter Umständen. Also es ist tatsächlich so, dass manche Politiker schaffen es tatsächlich, sich mit den spezifischen Rahmenbedingungen, die solche Sendungen bieten, gut an diese anzupassen, während andere tatsächlich Probleme haben. Und da kann man auch teilweise sogar tatsächlich von einem gewissen Talent sprechen.
Also wenn man ja jetzt in klassischen Talkshows teilweise sagen kann, okay, wenn die Politiker erstmal ihre Kommunikationsroutine haben, wie ja eben auch so angesprochen worden ist, dass Lucke ja nicht so viel Erfahrung hat, dann werden die eben schon irgendwann reinkommen und wissen dann, mit welchen Begriffen oder vorgefertigten Statements sie eben auf bestimmte Fragen reagieren. Das Interessante ist ja aber gerade in diesen Sendungen, da wird eben nicht immer dieselbe Frage gestellt. Und es ist ja vor allem, leben diese Sendungen auch davon, dass sie immer wieder was Neues präsentieren, damit sie eben auch als komisch wahrgenommen werden. Das heißt, für Politiker ist hier eigentlich die Ausnahmesituation Normalfall, weil sie immer wieder schauen müssen, wie reagiere ich auf etwas, mit dem ich vielleicht vorher gar nicht gerechnet habe. Und da haben tatsächlich unter anderem Herr Kubicki einfach besseres Rüstzeug als eben andere Politiker. Und falls Sie sich noch dafür interessieren, habe ich ja noch eine kleine Literaturliste. Ich meine, ist das ein Laserpointer dran eigentlich? Genau, und falls sich generell für Politik und Komik interessieren, ganz uneigennützig kann ich diese, das ist meine Dissertation, die kann ich habe ich für gut erachtet und kann ich Ihnen ans Herz legen. Da gilt nochmal grundlegender auch auf diesen Zusammenhang von Komik und Politik eingegangen und auf die generelle komische Kommunikation, die ich jetzt ja wirklich hier nur ganz kurz anschneiden konnte, weil sonst den Rahmen gesprengt hätte. Also falls Sie sich dafür interessieren, können Sie gerne, ich lasse es nochmal an der Tafel stehen, können Sie es mal kurz durchgehen. Ansonsten wäre das jetzt von meiner Seite so, dass wäre es jetzt gewesen, ich bin auch ziemlich gut in der Zeit, habe ich gemerkt. Und freue mich jetzt auch dann auf die Diskussion. Wenn Sie auch Fragen haben zu unserer Forschung, nur raus damit. Ich hoffe, dass ich sie beantworten kann. Danke. Ja, wir danken recht herzlich. Bei mir haben sich viele, viele Schubladen und Kästen und längst vergessen geglaubte Erinnerungen an Fernseherfahrung gegeben und geöffnet. Also mein Fragenzettel ist voll, bitte Ihre Bemerkungen beobachten. Also ich finde es ja eigentlich, also was wirklich klar ist aus Ihren Worten, dass hier auf Politiker in den letzten Jahren eine neue Kompetenz, eine neue Herausforderung zugekommen ist. Nämlich nicht nur vielleicht eine Rede im Bundestag zu halten oder in irgendeinem Arbeitsausschuss was Vernünftiges zu machen oder Wahlkampf zu betreiben, sondern jetzt müssen Sie auch im Fernsehen sozusagen Ihren Mann oder Ihre Frau stehen. Und ich meine, ich finde es auch einleuchtend, dass manche Leute das gut können und andere können das halt nicht so gut. Und dass sie unterschiedlich damit umgehen. Also ich finde es jetzt erstmal nicht so spannend, muss ich sagen. Weil das gilt ja doch für alle Menschen. Wir kommen in diverse Situationen und die einen können gut mit Herausforderungen umgehen und die anderen nicht. Und warum der Herr Kubicki beispielsweise die Fähigkeit anders vorgeführt hat als der Herr Lucke, da sind wir ja schon, ich weiß nicht, fast in der Pädagogik oder in der Psychologie. Also ich halte das jetzt erstmal für wenig politisch, die Fragestellung, muss ich persönlich mal sagen. Mich würde was anderes interessieren, ob Sie untersucht haben, inwieweit es Zusammenhänge gibt zwischen der Wahlbeteiligung in Ländern, in denen politische Satiren Tradition haben. Was passiert eigentlich mit dem politischen Denken? In den USA ist ja schon seit 50 Jahren die Howard Carson Show oder so, Vorgänger von Colbert. Die Wahlbeteiligung in den USA ist ja schon seit 50 Jahren sehr niedrig, ja? Und sie wird noch niedriger. Und in Deutschland haben wir ja seit 15 Jahren oder noch länger auch eine sinkende Wahlbeteiligung. Haben Sie geguckt oder mal vermutet oder untersucht, ob es da Zusammenhänge gibt? Weil das sind ja hier, ist ja auffällig, die Parallele auch, ja? Dass eigentlich, ich finde, die Politik wird hier nicht mehr so ganz ernst genommen in den Dingen. Natürlich geht der Politiker hin, weil er was nochmal zeigen will, aber ich finde irgendwie, richtig politisch ist es nicht so, oder? Ist es nicht wirklich Politik? Mein Vorteil ist, in dem Fall kann ich immer sagen, da sind Sie eben nicht das Zielpublikum von den Sendungen. Denn es ist tatsächlich so, wenn man sich überlegt, was sind jetzt auch gerade hinsichtlich der sinkenden Wahlbeteiligung, was sind eigentlich die Möglichkeiten von solchen Formaten, dann eben vor allem, dass Politiker dort, wie ich ja gesagt habe, auch vor allem auch versuchen können, Menschen abzuholen, die sich eben nicht mehr für Politik interessieren. Und mit der sinkenden Wahlbeteiligung und Comedy Sendung, das konnten wir leider nicht untersuchen, das wäre zu ausufernd gewesen. Uns geht es ja wirklich darum, inwiefern ist hier das Image-Building von Politik, was ja auch immer mehr zum wahlentscheidenden Faktor wird. Inwiefern ist das eigentlich in solchen Satireformaten
was für eine Logik unterliegt das dort eigentlich? Und inwiefern schaffen es die Politiker, sich dort eben zu inszenieren, gerade auch jetzt für Menschen, die eben nicht primär an Politik interessiert sind? Und natürlich kann man da immer normativ argumentieren, dass Politiker sich doch grundlegend ernsthaft mit ihrer Arbeit auseinandersetzen müssen, aber es ist nun mal einfach so, der Politiker, der nur ernsthaft arbeitet und nicht präsent ist in der Öffentlichkeit, der hat es natürlich letztlich schwieriger, beim Wähler Erfolg zu haben, weil der Wähler teilweise auch immer drauf schaut, inwiefern macht ein Politiker, inwiefern macht der einen integeren Eindruck, inwiefern kann ich eigentlich sagen, dass ich ihm grundsätzlich vertraue, bestimmte Probleme zu lösen. Ohne dass ich jetzt sage, dass das so gut ist, aber es ist einfach eine Entwicklung, die man feststellen kann bei einigen Wählern. Von daher ist... Das weiß man eigentlich vorher, oder? Bitte? Das weiß man vorher. Als Sie angefangen haben, wussten Sie vorher, dass Leute, die sich gut präsentieren können, möglicherweise ihre politische Reputation erhöhen werden. Aber das Interessante ist ja, inwiefern Leute, die sich sonst in der Öffentlichkeit gut präsentieren können, es eben nicht schaffen in solchen Formaten. Und wie ich ja schon gesagt habe, es ist ja auch, die politische Kommunikation hat sich auch professionalisiert. Das heißt, hier wird ja auch, Politiker werden ja teilweise stark gecoacht, dass eben klar ist, wie reagiere ich, wenn eine Kamera an ist. Aber das Interessante ist ja eigentlich, wenn diese Kommunikationsroutine wegbricht, dass eben plötzlich der Reporter jetzt zum Beispiel von der Heute Show was völlig anderes macht, als der Politiker erwartet hat und eben mit seinen vorbereiteten Routinen gar nicht mehr eigentlich darauf reagieren kann. Das ist ja das Interessante an diesen Formaten. Inwiefern sind eben die Politiker, die sich sonst in klassischen Talk-Formaten gut präsentieren können, inwiefern haben die da eben Probleme? Oder können zum Beispiel können eben nicht schlagfertig reagieren? Andererseits ist es zum Beispiel auch so, dass über solche Formate teilweise auch interessante Einblicke ermöglicht werden. Dass eben Politiker auch gerade in solchen Formaten bereit sind, mehr zuzugeben als in anderen Formaten. Also da war zum Beispiel Kretschmann, war 2014 bei Pelzig zu Gast und da hat der Moderator dann innerhalb von diesem Gespräch dann irgendwann gefragt, ja, sie wollten ja eigentlich die Windkraft ausbauen, wollten das machen, ist ja alles nicht so geglückt, sie haben da so und so viel davon erreicht. Frustriert Sie das denn nicht eigentlich, wenn Sie sagen, wenn Sie in der Opposition sind, die Regierung will nicht, und wenn Sie an der Regierung sind, merken Sie plötzlich, die Regierung kann nicht. Die Reaktion von Kretschmann war einfach nur, ja. Und dann hat er natürlich nochmal auf Nachfrage genauer erklärt, was die tatsächlichen Probleme sind. Aber das Interessante ist natürlich, dass hier unterhaltsam ein Einblick auch auf diese politische Arbeit genommen wird und auch dem Zuschauer dadurch auch es ermöglicht wird, auch politische Hintergründe eigentlich nochmal nachzuvollziehen, die er jetzt einfach, die er sonst eigentlich nicht bekommen würde, weil er sich einfach zum Beispiel nicht mit irgendwelchen inhaltlichen Debatten auseinandersetzt, sondern eben Unterhaltungssendungen schauen möchte. Ja. Also aus politologischer Sicht ist es natürlich ein spannendes Phänomen auch in der Kontext dieses Themas mit der Demokratie. Denn in Nicht-Demokratien gibt es sowas nicht. Oder wenn, dann nur ganz kurze Zeit und dann finden sich die Macher im Gefängnis wieder oder noch schlimmer. Bei uns in Deutschland, in der politischen Kultur Deutschlands, hat diese Vorstellung, dass die Politiker Humor, auch aggressiven Humor aushalten müssen, das gehört sozusagen zum demokratischen Image eines Politikers dazu, ja, eine lange Vorphase, wo die Politiker noch nicht selber aufgetreten sind, sondern Sie erinnern sich vielleicht, diese politischen Kabarett, das Komödchen, machten also zum Teil sehr intelligente, zum Teil etwas platte, manchmal sehr aggressive Bemerkungen zu den Politikern und die saßen in der ersten Reihe. Und die Kamera fuhr auf die und wehe, die lachten nicht. Die mussten über sich selbst lachen, das gehörte zum Spiel dazu. Und diese Art von, wenn man so will, die Politiker müssen durch die Feuerprobe des Humors oder des Witzes oder der Satire oder der Comedy jetzt hindurch, das ist, glaube ich, ziemlich tief verankert bei uns.
Ja. In anderen Ländern ist es ähnlich. Also ich meine, Sie haben jetzt die britische Serie Yes Minister nicht erwähnt. Das sind diese Puppen da. Ne? Und da geht es also zum Teil auch wahnsinnig heftig zur Sache. Da gibt es wohl auch Interviews mit den betroffenen Leuten. Aber bei uns, denke ich, ist das wirklich auch eine Reaktion auf die Zeit des Dritten Reiches. Nicht, wo so die ganzen Satiriker, Weißferdel und Valentin und so, alle mit Verfolgung rechnen mussten oder zum Teil auch in KZ saßen. Das gehört bei uns dazu. Und das wird jetzt so ein bisschen weiter in diese neue Kommunikationsform reingezogen. Ja, was man jetzt daraus wieder für eine Schlussfolgerung ziehen kann, weiß ich nicht. Interessanterweise sind Ihre beiden Beispiele ja Minderheitenpolitiker gewesen, nicht? Sowohl Lucke ja. als auch Kubicki. Kubicki hat ja keine Macht in dem Sinne. Kubicki ist sozusagen immer schon so ein Star von Selbstdarstellung gewesen, wobei mich immer so interessiert hat, also fand ich interessant, dass der hier mit einer Krawatte saß und einem weißen Hemd. Also sonst war der doch immer viel mehr Varoufakis-mäßig angezogen und hat so 3 Tage war. So läuft er doch immer rum. Aber hier war sowohl der Moderator als auch das Opfer, in Anführungsstrichen, wirklich ganz auf Politikerkleidung angezogen. Sehr interessant, fand ich. Aber Frau Merkel zum Beispiel wird man wahrscheinlich in solchen Shows nicht finden. Die geht dann eher zu Le Floyd, weil sie weiß, das ist sozusagen eine gehobene Hausfrauen Brigitte und so weiter Show. Genau, es ist das ist auch ein richtiger Punkt, was auch wichtig ist bei Ihren Ausführungen zu der Verfolgung von Satirikern. Es ist natürlich auch wichtig, dass die Satire in Deutschland geschützt ist durch die Kunstfreiheit und die Meinungsfreiheit. Da hatten wir auch die Debatte jetzt gerade hinsichtlich der Anschläge von Charlie Hebdo. Und es ist tatsächlich so, dass in anderen, wie zum Beispiel saudi-arabischen Staaten, da ist so langsam über YouTube kommen da so leichte Satireformate hoch, die aber auch genau wissen, und das sagen sie auch immer in Interviews, Religion ist zum Beispiel tabu. Da kann man, sobald man in Saudi-Arabien diesen Satire-Shows Witze über Religion macht, weiß man genau, das geht nicht gut. Ja, die Beispiele sind tatsächlich ja, Minderheitenbeispiele gewesen, darauf nochmal einzugehen. Wir haben aber auch andere Fälle, dass eben dann zum Beispiel Hannelore Kraft auftritt bei der Heute-Show. Oder eben Altmaier als Umweltminister. Das heißt, wir haben da teilweise auch durchaus Politiker, die tatsächlich auch hohe Ämter innehaben und dort auftreten. Oder zum Beispiel ja auch Steinbrück hat ja kurz vor der Wahl plötzlich bei Zirkus Halligalli auf ProSieben plötzlich einen Auftritt gehabt. Also da ist es auch, denke ich, immer auch davon abhängig, inwiefern auch die Sender bereit sind, in Wahlkampfzeiten den Politikern eine Bühne zu präsentieren. Ja, und die Spin-Doktoren den Politikern sagen, jetzt geh mal da rein. Genau, das ist noch eine andere Sache. Was aber auch interessant ist, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo euch die meisten Sendungen laufen mit Politikerauftritten, da darf man einige Wochen vor der Wahl, darf da kein Politiker mehr in Unterhaltungssendungen auftreten. Das heißt, das hat uns auch Oliver Welke im Interview gesagt, dass sie dann teilweise wirklich auf so Formate wie den Wahlkampfbussi ausweichen mussten, dann halt mit einem Wohnmobil durch Berlin gefahren sind mit Trittin und Niebel, weil die gesagt haben, in der Sendung selbst, also im Studio, darf kein Politiker mehr mehrere Wochen vor der Wahl auftreten, sondern nur noch in Nicht-Unterhaltungssendungen. Also auch ganz interessant, inwiefern da auch solche Regelungen eigentlich auch nochmal wichtig sind, dass vielleicht manche Politiker sagen, ja, wenn ich nicht in der Sendung auftreten kann, in der heißen Wahlkampfphase, da gehe ich aber nicht hin. Was bringt es mir denn, wenn ich im Februar da auftrete? Das hat ja bis zur Wahl jeder vergessen. Ja. Ja, ich würde nochmal ganz gerne auf diese Zweischneidigkeit eingehen, auf die Sie auch eben angesprochen haben. Das ist ja, wie ich finde, ziemlich interessant ist zu sehen, dass diese Formate quasi aus dieser, wie gesagt, haben Schmuddelecke quasi in das mediale Zentrum gerückt sind und Politiker sich dem jetzt auch stellen. Da fragt sich für mich die Frage, ob sowas nicht zum Beispiel, also inwieweit das auch erforscht wurde, inwieweit das zum Beispiel entpolitisiert. Also wenn das einzige Format ist, das zum Beispiel bildungsferne Schichten oder einfach politisch desinteressierte Menschen schauen, dann wird sich ja quasi einfach nur noch auf die Person bezogen und die politischen Inhalte rücken quasi ins
ja in komplett in den Hintergrund. Und wenn die eigene Lebenswelt quasi auch kaum Zugang zu ihren politischen Problemen bietet, das Einzige, was man durch Politik erfährt, durch sowas, durch so ein Format zum Beispiel, ist, könnte man ja auch den Eindruck gewinnen, naja, die Welt ist okay, man kann lachen, alles ist gut, also dass das halt so komplett die Brisanz aus der Sache rausnimmt. Also angenommen, man schaut ansonsten ja, keine Nachrichten oder hat keinen Zugang zu politischen Inhalten. Also ja, ob Sie da vielleicht noch was zu anmerken können, weil ich das interessant finde. Ja. Stimmt, ja, also das ist auch eine große Debatte. Also es ist richtig große Debatte, dass ja auch gerade im Zuge von der Personalisierung von Politik, ich meine, Sie sind ja größtenteils Politikwissenschaftler, muss ich Ihnen jetzt nichts erzählen, aber für die, die es vielleicht nicht kennen, dass eben auch Personalisierung von Politik auch so ein bisschen stattfindet, weil man eben auch viele Zusammenhänge nicht mehr so einfach erklären kann, wie jetzt vielleicht noch in Zeiten vom Kalten Krieg, dass man eben sagen konnte, das ist gut, das ist schlecht, dass da auch so ein bisschen die Ausweichmöglichkeit ist, dass man sagt, okay, wir haben zum Beispiel den Politiker, der eben für saubere Haushalt steht, solide Finanzen, dann ist das natürlich so eine Erleichterung für den Wähler, wenn er sich das so als Beispiel nehmen kann, okay, ich wähle eben den Politiker, weil ich weiß, der steht für solide Finanzen. Aber dann ist eben jetzt die Frage gewesen, inwiefern diese Personalisierung immer mehr auch zu einer Privatisierung wird, dass dann eben auch solche plötzlich unpolitischen Attribute, wie eben jetzt zum Beispiel Humor oder Umgänglichkeit plötzlich eine Rolle spielen. Ist insofern natürlich dann auch gerade, wenn man sich sonst nicht mit Politik auseinandersetzt, ist schwierig dann zu sagen, okay, das ist für dich ein Mehrwert, dass du weißt, der Kubicki ist unterhaltsam, der ist humorvoll. Was ich jetzt natürlich in dem Beispiel rausgeschnitten habe, sind eben diese ernsten Zwischensequenzen, auch die auch in der Heute-Show durchaus Platz finden, dass eben dann zum Beispiel als Altmaier zum Beispiel in der Heute-Show zu Gast war, ging es eben dann plötzlich einige Minuten lang ernsthaft darum, wie er die Strompreisbremse etablieren will oder wie sich das Endlagersuchgesetz ausgestalten lässt. Das heißt, das Interessante ist ja eigentlich, inwiefern dann die Zuschauer, die primär die Heute-Show schauen, weil sie sagen, okay, ich finde das lustig, ich kann darüber lachen, inwiefern die eigentlich auch da so ein bisschen in die Richtung gerückt werden, dass sie dann vielleicht auch sagen, okay, was ist denn dieses Endlagersuchgesetz? Warum haben denn da jetzt die anderen alle gelacht, als Altmaier deswegen angegriffen wurde? Das ist so die kann man jetzt, manche sagen vielleicht der fromme Wunsch, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man eben die Wähler, also die potenziellen Wähler, wenn sie denn wählen gehen, dort abholen kann. Und das kann man natürlich sagen, ja, das bringt ja aber nichts. Nur im Endeffekt ist immer die Frage, was ist die Alternative? Dann halt zu sagen, die Leute, die keine Nachrichten schauen, die rechnen wir einfach aus unserer Nichtwählerstatistik raus. So kann man es natürlich auch schön färben, aber es ist auf lange Sicht gesehen natürlich keine Lösung. Also da ist es auch ganz interessant, inwiefern entwickelt sich eigentlich auch hier immer noch eine Satirelandschaft. Das heißt, die Anstalt, die jetzt ja neu gestartet ist im ZDF, die geht ja so ein bisschen einen anderen Weg wie die Heute-Show. Das heißt, die Heute-Show hat ja vor allem geschaut, inwiefern können wir dieses klassische Kabarett-Satire um eben unterhaltsame Comedy-Elemente, leicht verständliche Comedy-Elemente erweitern. Während die Anstalt den Weg geht und sagt, inwiefern können wir eigentlich unsere Satire um journalistische Elemente erweitern. Das heißt, dass wir in der Sendung eben dann teilweise mal 5 Minuten wirklich mit Quellenbezug auf Themen eingehen und die beleuchten und auch Hintergrundinformationen liefern, dass der Zuschauer eigentlich selbst, wenn er eben nicht das Hintergrundwissen hat, um unsere Scherze zu verstehen, dann liefern wir eben erst das Hintergrundwissen, damit er danach auch den Scherz verstehen kann. Und so, deswegen ist es auch immer interessant, wie entwickelt sich da teilweise auch noch so eine Satirelandschaft weiter. Es ist auch immer wieder eine Erneuerung, ein neues Spiel mit der Kritikform der Satire. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, dass eben Politik auf unterhaltsame Weise auch kritisch und für eine breite Zuschauerschaft verständlich aufgearbeitet werden kann. Ist ja natürlich immer wieder unterschiedlich je nach Sendung. Also pauschal zu sagen, die politische Satire ist natürlich auch schwierig. Teilweise selbst ist jeder Heute-Show-Auftritt anders und jede Heute-Show-Sendung. Von daher ist es auch immer eine Einzelfallentscheidung, ob man sagt, das war jetzt gelungen von dem Anspruch her oder nicht. Sie
Experten gesagt, dass sie Interviews mit Politikern geführt haben, die in diesen Shows zu Gast waren. Können Sie das noch ein bisschen erklären? Welche Fragen haben Sie denen gestellt? wollten die hinterher erklären, warum die dahin sind? Also sowohl als auch. Wie gestaltete sich eigentlich die Kommunikation mit den Politikern mit Ihnen, also nachdem Sie also in den Shows waren, können Sie da auch was dazu sagen? Ja, also ich persönlich habe die Interviews nicht geführt, da habe ich vielleicht am Anfang ist vielleicht untergegangen. Also wir sind ein Kooperationsprojekt mit der Universität Wuppertal. Das heißt, Wuppertal ist die Soziologie beteiligt und die haben eben dann die sozialwissenschaftliche Forschung gemacht. Und da haben wir auch mehr oder weniger Hand in Hand gearbeitet. Das heißt, bei diesen Interviews haben auch immer wieder auch die Auftritte eine Rolle gespielt. Das heißt, wir haben dann teilweise natürlich vorher die Analysen gehabt und haben gesagt, hier, guck doch mal auf den und den Aspekt, das ist interessant, oder zum Beispiel, ja, wieso hat er denn da in dem Moment so reagiert? Also da eben auch so diese Kommunikationslogik hinter dem Auftritt verstehen, auch so die Hintergründe erfahren, warum kam es jetzt tatsächlich zu dieser Kommunikation und nicht zu einer anderen? Das ist natürlich dann besonders interessant, wenn man eben sowohl den Politiker in der Sendung zu Gast war, als auch den Moderator, der die Sendung gemacht hat, oder den Redaktionsleiter, der sich eben das ausgedacht hat, hatte und dann eben auch die Einstellung von diesen Personen gegenüberstellen kann. Und ansonsten waren aber auch so immer wieder auch zentrale, wiederkehrende Fragen da, dass eben auch vor allem auch der Sicht von den Politikern eben auf dieses Themengebiet, inwiefern sie sich da eher Vorteile versprechen oder eben auch Risiken sehen und wie sie sich vor allem auch vorbereiten. Das heißt, da eben auch zu schauen, inwiefern reagieren die denn, also erstmal, inwiefern haben die eben auf dem Schirm, dass tatsächlich da besondere Risiken stattfinden und nach zweiten eben zu schauen, mit was für einem Kontingenzmanagement reagieren die eigentlich darauf. Und da gibt's auch tatsächlich dann, gibt's dann so, kann man so ein dreistufiges Modell sehen, das heißt teilweise vorher wird eben geschaut, dass im Vorfeld werden schon Dinge geklärt, also zum Beispiel auch Themenabsprachen und ähnliches, da wird genau recherchiert, wie ist denn diese Sendung aufgebaut, auf was muss ich da eingehen, das ist auch zum Beispiel ganz interessant, wie kleide ich mich denn da, wenn ich da auftrete. Dann während der Sendung, also dass dann auch teilweise geschaut wird, ist zum Beispiel irgendein Element in dieser Sendung, kommt das immer wieder, kann ich mir da schon was vorbereiten, dass ich dann einfach während der Sendung abrufe. Also zum Beispiel solche Wortregelungen oder Scherze, aber teilweise auch, dass dann eben zum Beispiel auch Zuschauer mitgebracht werden, die dann auch dementsprechend bei der richtigen Stelle klatschen. Das ist auch lustigerweise bei der AfD da mal so ein bisschen schief gegangen. Das war dann, als Lucke bei Absolute Mehrheit war. Die haben auch so ein bisschen noch mit reingerechnet in diese Satireformate, weil es ja auch so ein bisschen mit Komik, also von Stefan Raab, dieser Politik-Talk. Und da war es eben tatsächlich so, dass während der Sendung immer wieder die AfD, also man konnte sie dann irgendwann tatsächlich zur AfD-Wählerschaft zuzählen, weil Raab sogar extra darauf hingewiesen hat, aufgefallen ist, dass sie erstmal immer gekrölt haben und gelacht haben, wenn irgendwie was Lucke zum Beispiel einen anderen angegriffen hat und teilweise auch laut gebuht haben und dann eben Zwischenrufe gemacht haben, wenn jetzt zum Beispiel jemand die AfD kritisiert hat. Und das ist vielleicht auch so ein Fall, wo man sagen kann, da hat das Kontingenzmanagement im Endeffekt das Gegenteil bewirkt. Das heißt, dadurch kam eigentlich nochmal so eine Ebene rein, dass man sagt, okay, inwiefern muss sich der Politiker jetzt eigentlich dafür rechtfertigen, dass er da den Mob mitgebracht hat in die Sendung. Also eben nicht mehr diesen Anklatscher, der so ein bisschen unauffällig versucht, die Stimmung hochzuheben, sondern wirklich ja, mit dem, also nicht mit dem Florett, sondern wirklich mit der Axt versucht haben, Einfluss auf die Sendung zu nehmen. Und im Nachhinein natürlich auch immer das geschaut worden ist, hat man Kontakt zur Redaktion und so weiter. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch was ganz interessant ist, dass, also gerade auch mit den Satirikern, wenn wir mit denen geredet haben, da auch häufig diese Problematik gesagt wurde, also erstens wird natürlich immer, also man muss auch immer sagen, es ist natürlich auch eine Kommunikationssituation, wo sich die Akteure darstellen wollen. Das heißt, kein Satiriker hat gesagt, ich will die Politik lächerlich machen, sondern natürlich haben alle gesagt, ja, wir wollen Informationen vermitteln, wir wollen erstmal den Politiker als interessanten Gesprächsgast haben. Wir wollen den nicht zerstören. Und ganz interessanterweise war dann auch während, also
die einzelnen Akteure grenzen sich dann auch teilweise von anderen Akteuren ab. Das heißt, dann gab es wirklich so Aussagen wie, ja, im Gegensatz zur Heute-Show wollen wir ja nicht von oben herab mit den Politikern reden und solche Sachen. Und dann war aber auch immer ein Aspekt, war auch immer, dass gesagt worden ist, grundlegend müssen wir auch, also kam dann, natürlich, ich will jetzt nicht so explizit gesagt, aber es kam dann im Endeffekt immer wieder so ein bisschen zur Sprache, dass die Satiriker, gerade die auch von Sendungsauftritten leben, dass eben Politiker da sind, die haben natürlich das Problem, wenn die anfangen und wirklich mit einem Politiker immer konfrontativer umgehen, dann wird irgendwann kein Politiker mehr im Rahmen von seiner Vorbereitung auf die Sendung sagen, ja, ich komme, sondern der wird genau wissen, okay, wenn ich da hingehe, weiß ich sowieso, dass ich immer im Endeffekt damit rechnen muss, angegriffen zu werden, deswegen gehe ich jetzt gar nicht hin. Das heißt, das ist auch mal so ein Spagat, den die Akteure im Endeffekt machen müssen, die die Sendung machen, dass sie sich eben nicht mit potenziell zukünftigen Gästen verscherzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Also, ich glaube, das Schwierige an der heutigen Politik ist ja im Grunde die, oder an der Parteipolitik, dass man im Grunde gar nicht mehr sagen kann, wofür jetzt die Parteien eigentlich stehen. Das ist ja im Grunde das große Dilemma, finde ich, der Volkspartei und auch der kleineren Partei, dass im Grunde eine riesen Orientierungslosigkeit da ist. Und im Grunde, sagen wir mal, wer hätte das für möglich gehalten, dass sagt jeder, wenn Merkel gegen Atomkraft ist, die Bundeswehr für homosexuellen Ehe eintritt oder dass die SPD quasi Hartz IV einführt oder sowas. Wobei ich glaube, dass mit der homosexuellen Ehe, das hat sie nicht. Alles ist möglich. Man kann gar nichts ausschließen. Und genauso könnte jetzt keiner im Grunde sagen, ist jetzt die SPD für irgendwelche Formen von Griechenlandrettung oder dagegen oder so. Und ich glaube, in diesem, also im Grunde, wenn ich jetzt Fernsehen gucke, habe ich da keine Orientierung. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich glaube, diese Formate mit dem Humor ermöglichen mir für einen ganz kleinen, kurzen Moment sowas wie Ehrlichkeit. Vielleicht kann das sozusagen, also in dem Moment, wo der Politiker einen ganz kurzen Moment überfordert ist, ist er, glaube ich, wirklich ehrlich. Also danach verfällt er natürlich wieder in seine von den Spin-Doktoren antrainierten Verhaltensweisen oder in seine gecoachte Struktur oder in seine Wahlkampfüberlegungen und so weiter. Aber ich glaube, das Interesse des Zuschauers könnte es sein, dass ganz kurzer Moment kannst du sozusagen sehen, wenn er nicht lachen kann oder wieder lachen kann oder so, was da sozusagen Wahrheit, das vermutlich könnte das Interesse sein, eben aus Sicht der Zuschauer, warum sie es gucken wollen. Danach ist es natürlich wieder, geht es natürlich wieder so weiter wie immer oder sowas, aber und das kriege ich ja nicht im Wahlkampf gezeigt oder anderen, wir würden uns die Mühe machen, wir fahren nach Berlin und gucken uns den Bundestag reden an. Da erlebe ich ja auch nicht Wahrheit in dem Sinne. Das ist ja alles immer eine Showveranstaltung, vielleicht ein bisschen draußen in der Lobby, wenn die Kameras aus sind, aber auch schon da, es ist auch Trickserei und so weiter. Und das von daher vermutlich, dass es für den Zuschauer sozusagen das Interesse vielleicht sein könnte, sowas zu gucken, weil er für einen kurzen Moment eben an mehr Ehrlichkeit kommt. Ja, eben die Kommunikationsroutine aufbrechen. Aber das würde doch bedeuten, dass die Zuschauer von solchen Sendungen sozusagen die besonders sensiblen, politisch Interessierten, politisch Gebildeten sind, die auf der Suche nach der Authentizität von Politikern sind, während man doch eigentlich davon ausgehen muss, dass es eben Leute sind, die das Komische an der ganzen Geschichte und auch das etwas, sagen wir mal, sadistische, weil es ist ja manchmal, also bei dem Lucke war das ja eindeutig, das ist ja furchtbar. Ja. Das ist interessant, sogar, dass der Moderator sich die folgenden drei Sendungen immer wieder dafür gerechtfertigt hat. Er hat immer wieder Bezug drauf genommen und hat gesagt, ja, ich habe das ja nur gemacht, weil manche Themen muss man ja so aufgreifen. Er hat ja selber Schuld, also er hätte ja nicht so dienstbereit aufspringen müssen, seine Jacke ausziehen und sich das Ding überziehen und auf den, also das war ja furchtbar. Aber also wäre interessant, wenn man solche Sendungen, also ich bin zum Beispiel, weiß nicht repräsentativ für irgendwas, aber ich habe mir die Heute-Sendung relativ selten angeguckt, aber vielleicht sollte man sie sich mal unter diesem Gesichtspunkt angucken, aber
Das sind, glaube ich, noch die wenigsten. Das ist eigentlich auch das Interessante, weil im Endeffekt ist beides möglich. Also das ist ja auch dann immer die Frage, inwiefern ist für einen dann eher das Politische interessant oder die Unterhaltung? Weil im Endeffekt ist ja das interessant, dass die Heute Show zum Beispiel beides bietet. Und teilweise sogar zeitgleich. Also gerade, ich habe ja nur kurz angedeutet, dass ja auch diese teilweise sind ja verschiedene Komik-Elemente gleichzeitig präsent. Das heißt, zum Beispiel redet Oliver Welke in der eigentlichen Situation darüber, dass irgendein Gesetz verabschiedet wird, was durchaus interessant ist und dann auch kritisch hinterfragt wird teilweise von ihm. Und gleichzeitig wird im Hintergrund dann passende Fotomontage dazu drangesetzt. Wie gesagt, der Klassiker wäre eben Sigmar Gabriel im Bikini. Da weiß man nämlich genau, dass das ist ein sicherer Lacher. Und das ist also dann auch interessant, wie wir natürlich für die Personen, die jetzt zum Beispiel nicht über das Hintergrundwissen verfügen, dass sie eben die Gesetzgebung verstehen. Die haben das Bild, über das sie lachen können, dass sie sagen, ja, das ist das Bild ist halt lustig, bietet mehr Erheiterung, während die Zuschauer mit entsprechend mehr Hintergrundwissen sich dann eher über das Inhaltliche Gesagte von Welke. Ja, aber wem fällt bei Gabriel im Bikini ein, dass das ein Zitat ist aus der Weimarer Republik mit Friedrich Ebert und Noske in Badehosen, was damals ein Riesenskandal war? Also mir wäre es nicht eingefallen. Sehen Sie mal, und das sieht man also eigentlich nur sozusagen, ja, kaum. Ne? Also mir ist das jetzt auch gerade eingefallen, muss ich das so schön sagen, aber das wäre auch mal interessant zu gucken. Ne? Also gerade Politiker, die sich entblößen, also wenn auch nur mit Badeanzug oder so, das war in der deutschen politischen Kultur früher, war das irgendwie das Schlimmstmögliche. Und das war, glaube ich, auch sogar in der Weimarer Republik ein Prozess, den allerdings Friedrich Ebert in der deutschen Justiz damals mit Aplomb verloren hat. Aber heute ist das, heute muss das ein Politiker aushalten. Und wenn der Gabriel da wäre und dabei sitzt, saß er dabei? Nee, der, das ist jemand, dabei, der nicht in solche Sachen geht. Dann muss er grinsen, dann kann er nicht sagen, das ist aber eine Unverschämtheit oder so. Ja. Was in der Hinsicht auch ganz interessant ist, dass das war jetzt ein Beispiel, die Situation, wenn kein Politiker anwesend ist. Und zum Beispiel unsere Forschung ist auch jetzt so ein bisschen durchaus rausgekommen, dass man sagen kann, wenn Politiker da sind, wird auch die Konfrontation zurückgefahren. Also das merkt man vor allem bei der Heute-Show, dass dann, wenn Politiker nicht da sind, da wird dann, also gerade über Körperlichkeit wird enorm gelacht. Und dann auch generell starke Vorwürfe teilweise spöttisch auch vorgetragen, während wenn die Politiker da sind, da durchaus eine Zurückhaltung da ist. Da ist es sogar lustigerweise so, dass dann, wenn man jetzt zum Beispiel Altmaier und Hofreiter jetzt mal die zwei Beispiele nimmt, das ist sogar so, dass die Politiker dann plötzlich die Running Gags aus der Sendung aufgreifen. Das heißt, dass Altmaier seinen Bauch umfasst und sagt, ja, ich habe ja schon das Problem der regenerativen Energien für mich selbst gelöst. Das Publikum daraufhin lacht, dass er sozusagen, also einerseits kann natürlich Welke dadurch die Pointe wegnehmen, indem er schon selbst sich darüber lustig macht, dass er eben dementsprechend nicht der Schlankste ist. Gleichzeitig reagiert er damit natürlich auf diese Darstellung von sich selbst und kann sich eben als ironisch präsentieren. Und bei Hofreiter war es genauso, der dann eben auch dann mit Welke dann drüber gescherzt hat, dass er hat gesagt dann, ja, es ging irgendwie um Haare und hat er gemeint, ja, das ist das Lästern der Nichthabenden oder sowas. Und, ja, auf jeden Fall da halt auch, dass dann die Politiker eher sogar noch diese Körperlichkeit reinbringen, die sonst eigentlich vor allem von den Sendungsmachern nur reingebracht wird, wenn die Politiker eben nicht da sind. Weil es auch so ein bisschen dann durchaus immer noch so ein, vielleicht kann man sogar sagen, so ein Tabu im Umgang miteinander darstellt, dass man eben nicht zu dem anderen sagt, hier, du bist fett. Das gehört sich dann eben nur, wenn der Politiker nicht anwesend ist. Andererseits vielleicht direkt dann natürlich auch mit einem Wege, das zu umgehen, quasi dieses Tabu, dass man den Politiker in der Sendung direkt auf solche Gags aufmerksam macht. Zum Beispiel bei Luca hat man auch gesehen, dahinter war eine Leinwand, wo der Toningenieur dann auch zwei Stinkefinger gezeigt hat. Und das hat, also Luca hat natürlich diese Bearbeitung seiner eigenen Stimme gemerkt, das hat man ja gesehen, aber das konnte er quasi nicht sehen. Und das ist natürlich noch ein Schritt weiter,
Genau, das gleiche Beispiel ist zum Beispiel Einsatz von Bauchbinden, wenn dann gemerkt wird von der Regie, dass irgendwie zu kooperativ auf Seiten des Moderators umgegangen wird mit dem Politiker oder der Politikerin, dass dann eben im Nachhinein Bauchbinden eingesetzt werden, wo dann noch darauf eingegangen wird, wo dann noch zum Beispiel, wenn die Kommunikation gerade zu ernst verläuft, quasi, dass dann noch da drin steht, ja hier, so und so geht gerne mit seinem Dalmatiner spazieren und was weiß ich, also noch sozusagen noch eine andere Ebene noch reingebracht. Das ist ein sehr guter Einwurf, Immanuel, danke. Einer meiner ständischen Hilfskräfte. Das ist auch tatsächlich, also das ist natürlich dann zufällig eine andere Möglichkeit, dass man eben sagt, da sind Sendungsmacher, die eben noch hinterher Sachen reinschneiden. Dass dann zum Beispiel auch dieser Wahlkampfbussi, von dem ich geredet habe, da fällt zum Beispiel auch auf, der ist auch konfrontativer. Also da wird auch konfrontativer mit den Politikern umgegangen. Kann auch daher kommen, dass eben da zum Beispiel 20 Minuten Interview zu 5 Minuten zusammengeschnitten werden. Das heißt, einerseits kriegt man vielleicht einfach auch die konfrontativen Momente, die eben innerhalb von diesen 20 Minuten vorkamen, zusammengefasst präsentiert, dass es eben viel, viel extremer wirkt, als es tatsächlich war. Andererseits ist es auch immer eine Frage, inwiefern ja auch die Situationsaushandlung von den Akteuren vor der Kamera stattfindet. Das heißt, inwiefern muss auch immer der andere Akteur darauf achten, dass er eben nicht so weit geht, dass der Politiker sagt, außer er ist Bernd Lucke, der alles mitmacht, okay, der Scherz kippt. Und während der Studiosituation ist das ganz interessant, weil da müsste der Moderator ja im Zweifelsfall, wenn der Politiker sagt, okay, ich höre auf, wird der Moderator dastehen und bräuchte schon ein sehr großes Talent, um diese Situation noch irgendwie zu retten und nochmal die Feelgood-Stimmung zu erzeugen. Wir hatten jetzt bei so einem Auftritt in einem Einspielerformat, wie gesagt, auch immer die Möglichkeit ist zu sagen, okay, dann nehmen wir halt das Material, was wir haben und schneiden es zusammen. Und wie gesagt, das ist halt auch das Interessante, also wenn ich halt von dieser Kommunikationslogik spreche, zu schauen, was passierte eigentlich zwischen den Akteuren. Weil das ist ja kein Film, der irgendwie gedreht wurde und dass man sagen kann, okay, im Drehbuch sind jetzt folgende Witze, die abgefilmt werden, sondern es ist tatsächlich so, da treten zwei soziale Akteure, teilweise noch mehr, miteinander in Interaktion und handeln eigentlich da diese Scherzkommunikation miteinander aus. Vielleicht zum Schluss nochmal auf die Worte von den Kollegen dort hinten. Die Sache mit der Wahrheit, die sich im Scherz oder in der humoristischen Situation zeigt. Das ist ja Geistesgeschichte oder Ideengeschichte, eine lange Tradition. Man könnte in der Romantik anfangen über Freud natürlich, ja, dass sich im Witz ja, sozusagen das Unbewusste, also etwas Authentisches zeigt, das also jenseits des Routinierten ist, das wir aufbrechen, haben wir gesagt. Sie haben sehr fein differenziert, welche Organisation von Kommunikation stattfindet, wer welche Erwartungshaltung mitbringt, ja, wie das strategisch gelenkt ist und wie der eine den anderen nutzt. Sie hatten gesagt, dass diese Formate relativ erfolgreich sind in den letzten Jahren. Also immer erfolgreicher geworden sind. Denken Sie auch über die Ideengeschichte oder über die Gründe dieses Erfolgs nach? Haben Sie da Prognosen oder Zeitdiagnostiken, wie es möglich ist, dass gerade diese Formate so erfolgreich sind? Oder denken Sie, geht man damit über den medienwissenschaftlichen Auftrag hinaus? Also an für sich man kann es natürlich immer Mediengeschichte heraus betrachten, warum wurde Unterhaltung im Fernsehen so zentral? Da spielt natürlich auch das duale System eine Rolle, das in der Mitte der 80er Jahre etabliert wurde, dass eben private Akteure auf den Markt gekommen sind, die dann vor allem billig produzieren mussten und auch für das Publikum, für das breite Publikum produzieren mussten. Und da eignen sich halt Unterhaltungsformate besonders, weil man braucht nicht ein großes Team an Rechercheuren, Redakteuren, sondern man kann eben mit relativ günstigen Mitteln eben Unterhaltung produzieren. Und in diesem Kontext ist es eben interessant, inwiefern dieser Comedy, es wird ja auch vom Comedy-Boom gesprochen, der dann ein bisschen abgeebbt ist, inwiefern da jetzt eben auch zu sehen ist halt dieses Zusammenspiel, dieser Hybrid-Charakter von eigentlich solchen Satire-Formaten, die eben versuchen, diese beiden Ebenen zusammenzubringen. Und so kann man auf jeden Fall den Erfolg der Heute-Show erklären. Und was auch wichtig ist, dass
dass vor allem auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen teilweise, gerade im ZDF, der Mut da ist, viel zu experimentieren. Auch über diese digitalen Spartenkanäle wie ZDF Neo, dass da auch immer mal wieder Experimente gestartet werden. Die müssen nicht gut gehen, aber sie werden gestartet. Und im Zweifelsfall ist es dann, im Idealfall ist es dann so, dass eben ein Böhmermann mit seinem Neo-Magazin vom Spartenkanal ins Hauptprogramm rutscht. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal interessant zu schauen, inwiefern es da von Seite der Programmverantwortlichen auch momentan scheinbar ein gewisser Mut da, einfach zu sagen, okay, wir probieren mit den Comic-Formaten einfach mal aus, auch unseren Informationsanspruch auch, also die müssen ja auch Informationen vermitteln an die Bürgerschaft. Und das bringt eben nichts, wenn man Informationssendungen hat, die keiner schaut oder die eben um 10 nach 12 ausgestrahlt werden am Mittwochabend. Da spielt eben auch nochmal die Frage auch der Mediathek eine Rolle, wiefern da eben auch solche Formate, auch wenn sie um 10 nach 12 gestartet, ausgestrahlt werden, dann eben aber trotzdem die ganze Zeit im Nachhinein trotzdem noch konsumiert werden können über eben mobile Geräte, wie jetzt zum Beispiel Laptops oder Tablets oder Smartphones. Also ich bin jetzt nicht als Medienwissenschaftler keine politischen Prognosen wahrhaben. Der Erfolg dieses Formats lässt auf einen bestimmten Status der politischen Kultur schließen. Naja, das ist für mich so was Unprofessionelles, sowas liegt dir immer dann nahe. Wir lachen über alles. Aber scheuen Sie solche, dass man sowas als Kurzschluss, solche Indizien? Ja, da scheue ich mich tatsächlich ein bisschen vor. Das ist, weil es im Endeffekt, es ist im Endeffekt immer so ein Schuss ins Blaue. Also es hat dann so was Feuilletonistisches und wir orientieren uns auf unserer empirischen Forschung, dass wir wirklich, was wir halt wirklich nachvollziehen können, wo wir uns wirklich argumentativ darauf berufen können. Und natürlich kann man da auch dann immer so für sich selbst habe ich natürlich auch ein Urteil, aber das sage ich dann erst, wenn das Gerät aus ist. Okay, das Schlusswort. Dann freuen wir uns auf die Diskussion danach. Danke herzlich für Ihre Geduld und es hat sehr gezogen. Ich weiß, ich habe das bemerkt, sehr kühl in diesem Raum. Aber ich denke, dieses wird mal spannend. Wir danken herzlich für einen sehr interessanten Vortrag und im Wintersemester geht es dann weiter in der nächsten Folge von Was ist richtig? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.